Die Corona-Pandemie schafft einen erhöhten Bedarf an preiswerten und möglichst auch biologisch abbaubaren Desinfektionsmitteln. Alkoholbasierten Desinfektionsmittel sind bei der Daueranwendung, insbesondere an den Händen, hautkritisch. Deswegen empfehle ich, Anolyt zu nehmen. Der Hauptwirkstoff dabei ist hypochlorige Säure. Und diese wird aus ganz normalem Wasser, Salz und elektrischem Strom erzeugt. Ich zeige Ihnen hier ein relativ bequemes Gerät, mit dem man das machen kann. Wir brauchen 1 Liter destilliertes Wasser und 10 Messlöffel, ungefähr 1 Gramm. 8, 9, 10. Ich nehme dafür Himalaya-Salz. Das gibt die besten Werte nach meiner Erfahrung. Jetzt müssen wir natürlich warten, bis das destilliertes Wasser können Sie einfach von der Tankstelle holen oder aus dem Supermarkt. Und wir müssen das Salz jetzt vollständig auflösen. Salz ist eine Mischung aus Natriumchlorid. Auch Himalaya-Salz besteht zu 99%, über 99% aus Natriumchlorid. Also da ist das Natrium drin. Das ist etwas, was wir von der Natronlauge her kennen. Das nimmt man dann her, um zum Beispiel Waschmittel herzustellen, die Fett lösen sollen. Es ist also insofern auch, weil es sich ja beim SARS-CoV-2 um ein behülltes Virus handelt. Das heißt, das besitzt eine Lipidschicht, also eine Fettschicht um sich herum. Und dazu ist also das Katholyt auch ganz gut. Das werde ich Ihnen nachher erklären. Das, was aber desinfiziert tatsächlich, das ist Hotzel oder auch hypochlorige Säure. Das ist das, was wir brauchen. Damit kann man 99,99999% aller Bakterien, Viren, Sporen und Pilze killen. Jetzt habe ich das Salz schon fast aufgelöst. Sehen wir noch ein paar kleine Körnchen. Den Rest erledigt das Wasser dann ja auch selbst. Jetzt erkläre ich Ihnen mal, was dieses Gerät hier eigentlich kann und soll. Das Ganze heißt Hybrid-Hydrionator. Hybrid deswegen, weil man es sowohl direkt an die Wasserleitung anschließen kann, als auch in einem Topfbetrieb das Ganze durchführen. Sie sehen hier, Sie können das Wasser auch hier über diese Schublade dem Gerät zuführen. Die ist da oben und dann ist unten eine Schublade, wo dann das Ergebnis der Wasserteilung durch Elektrolyse hineinfließt, je nachdem, was ich hier oben drücken werde. Hier an diesem Ausgang haben wir dann die andere Seite des Wassers. Also wir können ja Wasser H2O, das besteht aus H2, also Wasserstoff, und O, also Sauerstoff. Sauerstoff wirkt oxidierend, Wasserstoff ist energiereich und lebensfördernd. Das werden wir jetzt auseinanderklamüsern und dadurch gewinnen wir zum einen Teil das sogenannte lebendige Wasser, also das, was das Zellwachstum fördert, und das tote Wasser, das, was das Zellwachstum stört, beziehungsweise sogar zerstört. HOCl oder hypochlorige Säure ist übrigens ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug unseres Immunsystems. So, jetzt habe ich hier 1 Liter Wasser mit 10 kleinen Löffeln, also 10 Gramm ungefähr Salz gemischt. Jetzt gebe ich das Ganze in die obere Schublade. Und wir werden jetzt etwas herstellen, was eigentlich gar nicht so vorgesehen war bei dem Gerät. Denn eigentlich dient es dazu, dass man ein basisches Aktivwasser zum Trinken herstellt, zum Entsäuern und mit antioxidativem Wasserstoff angereichert. Aber wir können hier über diese Taste hier, über die Control-Taste und Select-Taste können wir dirigieren. Hier, wenn es blau ist, dann kommt hier basisches Wasser raus und in die unteren der beiden Schubladen würde dann das Saure gehen. Weil wir aber jetzt das Ziel haben, dass wir Anolyt, also Desinfektionsmittel, herstellen, machen wir das umgekehrt. Wir wählen also hier die rote Lampe. Das bedeutet schon mal nicht trinkbar. Und dann werden wir das Anolyt hier herauslassen. Dazu muss ich nur auf diesen Knopf drücken und schon geht's los. Wir machen jetzt die ganze Füllung. Wenn man eine größere Portion will, und dann muss man den Startknopf länger drücken, bis dieser Doppelton kommt. Sie sehen, jetzt haben wir den Liter bald voll. Die Pumpe arbeitet noch ein bisschen. Wenn ich jetzt hier oben reinschauen würde, sehe ich, dass gar kein Wasser mehr drin ist.
Also haben wir den Liter durch und ich kann stoppen. So, jetzt haben wir in diesem ersten Durchlauf, haben wir jetzt hier ein Analyt erzeugt. Das hat einen pH-Wert von 6,6 und ein Redoxpotential von plus 770. Das werden wir jetzt noch ein bisschen verstärken, indem wir einfach hier das, was wir als Katholyt erzeugt haben, uns aufbewahren. Dann ist das untere jetzt wieder leer. Und hier das Analyt geben wir oben nochmal rein. Und das Spiel beginnt von vorne. In diesem zweiten Durchgang werden wir nach meinen Messungen, jetzt mit dem destillierten Wasser und dem Salz, bei dieser Salzmenge, dann schon ein saureres Wasser bekommen. Das wird dann bei 3,56 pH liegen und bei plus 1043 Millivolt ORP plus. Das bedeutet, dieses Wasser ist bereits sehr stark oxidativ und kann damit Keime killen, aber im sauren Bereich. Ich möchte es aber noch stärker haben, deswegen werde ich noch einen dritten Durchgang machen. Das werden Sie gleich sehen, wenn hier oben fertig ist. Jetzt ist hier fertig. Jetzt habe ich natürlich hier, natürlich dadurch, dass ich einiges von dem Wasser abgetrennt habe und jetzt das Ganze wieder entsorge, dann gebe ich jetzt hier das zum dritten Mal rein. Das bereits sehr saure und sehr oxidative Wasser und mache ein super starkes Analyt draus. Das wird im Ergebnis nicht viel saurer. Wir kommen ungefähr auf pH 3 und das Redoxpotential wird auch nicht wesentlich stärker mehr werden. Wir sind jetzt nämlich schon im Bereich von 1058 Millivolt angelangt. Und jetzt haben wir eigentlich eine sehr konzentrierte Menge an Analyt. Bald wird es durch sein. Nur noch wenige Zentimeter. Jetzt ist es oben leer gleich. Und das, was wir jetzt hier unten finden werden, hat schon einen pH-Wert von über pH 10. Das ist also ein stark basisches Wasser. Was wir damit machen, das erkläre ich Ihnen gleich. Jetzt sind wir hier gleich fertig. Wir haben also jetzt hier unser super starkes, saures Analyt. Das ist hervorragend zum Desinfizieren geeignet, aber es stinkt jetzt sehr, sehr stark nach Chlor, weil bei diesem pH-Wert noch viele Chlorformen drin sind, die, sagen wir mal, sich geruchlich als Chlorgas bemerkbar machen. Damit wir das Ganze jetzt vom Analyt zum Analyte verwandeln, machen wir Folgendes. Analyte heißt, dass ich es in die Nähe des neutralen pH-Werts bringe, damit es nicht so stark mir vorkommt. Und deswegen, ich habe ja den Wirkstoff drin, die hypochlorige Säure. Und jetzt gebe ich noch das Wasser, das ich zum Katalyt gemacht habe, auf bis zu 500 Milliliter. Dann habe ich ungefähr den neutralen pH-Wert von knapp unter 7. Und das ist jetzt ein gutes Desinfektionsmittel für alle Bakterien, Viren, Sporen und Pilze. Und das kann ich mir jetzt zum Beispiel in eine solche Sprühflasche umfüllen. Und ich habe hier schon eins drin, weil wir ja Corona-Zeiten haben und ständig alles desinfizieren. Der Vorteil von diesem sogenannten Analyt-Neutral oder Analyte ist der, dass man es auch zur Oberflächendesinfektion gut verwenden kann, selbst wenn da Metall dabei ist. Weil wenn wir nur das saure Analyt nehmen würden, dann würde das die Dinge verrosten. Zu starke Rostoxidation hätten wir dann. Und jetzt haben wir halt hier, pumpen wir mal ein bisschen und ich kann jetzt hier, wenn ich aus der U-Bahn komme oder wenn ich mich irgendwo hinsetzen will oder meine Hände desinfizieren muss, dann nehme ich einfach jetzt dieses Analyte und innerhalb von unter einer Minute hat man dann einen keimtötenden Effekt. Das ist also jetzt eine relativ einfache Methode. Sie ist
etwas bequemer als mit einem zugegebenermaßen billiger in der Anschaffung seienden Batch-Ionizer oder Topf-Ionisierer. Dort muss man jetzt nicht nur einmal hantieren, aber dafür ungefähr 30 bis 40 Minuten warten, bis das Analyt entstanden ist. Und dann kann man die beiden Kammern zusammenmischen und dann hat man im Prinzip dasselbe Ergebnis. Aber jetzt kann ich sofort mir wieder hier Trinkwasser reingeben und auf. Ich muss wahrscheinlich jetzt die Schublade reingeben, sonst geht nichts. Und dann wähle ich hier Alkaline, also das blaue Lämpchen. Und dann kriege ich hier Trinkwasser, mein basisches Aktivwasser, zum Trinken raus. Das war jetzt mal die Kurzerklärung von dem Hybrid-Hydrionator.